Natürlich ist Wissen Macht. Das wissen wir als Sozialdemokraten seit über 150 Jahren. Frauen in Bildung und Beruf, Arbeiterkinder in Bildung und Beruf. In Europa, in Deutschland werden die Städte, werden die Schulen komplizierter, sie werden bunter, sie werden komplexer. Und natürlich muss man die Chance schaffen für alle, die jetzt an den Schulen sind, zum sozialen Aufstieg. Und das geht durch Bildung. Das heißt, Bildung als Instrument am Ende auch berechtigte Teilhabe zu erlangen, zu erarbeiten, einzufordern. Und wir Sozialdemokraten haben jetzt eine ganz neue Aufgabe. Es sind nicht mehr die Arbeiterkinder. Es sind jetzt die Strukturen in den Städten Europas, die sehr kompliziert sind, auch in einer Migrationsgesellschaft, die immer bunter wird, immer vielfältiger wird. Und deswegen ist natürlich Wissen Macht.